Jetzt geht's natürlich noch mal weiter, ne? Ist klar. Kapitel 17. Das Erbe der Familie Leroux. Ein Jahr später. Hier hätten wir alle zusammen leben können. Traumhaft. Wird mit jedem Mal höher. Sophia! Sophia! Du bist gekommen! Natürlich. Ich wollte nicht fehlen. Hey, Vorsicht, ich rieche wie eine Ziege. Das ist scheißegal. Willkommen in deinem schönen Reich, Ziege. Wie geht es dir? Bist du bereit? Kann man dafür bereit sein? Ich schätze schon. Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Oh, warte. Wenn du mehr Zeit brauchst, um dich zu verabschieden, sag Bescheid. Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Ich muss mir das kurz angucken, ja? Also ihr könnt mir jetzt nicht hier so eine schöne Aussicht geben und dann soll ich hier mit ein paar Sekunden nicht zufrieden geben. Meine Damen, ich muss gehen. Danke für eure Besuche. Bitte kümmert euch schön um alles. Lucinda, oder wie hieß sie? Also die eine zumindest. Ah, Butterfässer. Ich werde deine Wärme vermissen, die ruhigen Nächte, wie du mich vor dem Gewitter schützt. Aber ich muss es tun. Huch. Hier irgendwas? Jo. Ein schön brackiges Wasser hier. Na ja, gut. Ja. Schon gut. Gehen wir. Wie du meinst. Ich habe die Pferde oben gelassen. Also, was hast du die letzten Monate so gemacht? Spaziergänge, Arbeit am Haus. Ich wollte mich müde machen. Hat's funktioniert? Mir geht's besser. Ja. Gut. Ich habe mir ganz schön Sorgen gemacht. Alles gut, Sophia. Es ist jetzt ein Jahr her. Schon. Und wie läuft das Geschäft? Gut. Ich handle inzwischen mit legalen Dingen. Oh, wie kommt's? Ah, ich will einfach nur länger leben. Wirklich? Mir ist eine ruhige See lieber als ein Sturm. Apropos, wir legen morgen ab. Gut. Sehr gut. Kommt unser Alchemist mit? Lukas. Oh nein, der ist noch unterwegs. Studiert. Ganz allein. Sie werden so schnell erwachsen. Er brauchte das. Da sagst du was. Oh, es wird kalt. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Okay, darf ich nicht lang? Ich.
Aber wir haben ja soweit alles. Und? Weißt du schon, wo wir dich absetzen sollen? Noch nicht. Aber ich glaube, ich weiß es, wenn ich die Zeichen sehe. Der Makula? Ja. Sie hinterlässt Spuren auf Dingen und Menschen. Ich glaube, ich kann herausfinden, wo der nächste Träger und die nächste Beschützerin entstehen. Die nächste Plage. Ich will ihnen helfen, so wie Elia uns geholfen hat. Also keine Chance, dass du dich mal ausruhst? Keine. Na gut. Das riecht so gut. Und die Stille. Ja, ich werd's vermissen. Damit, wenn das jetzt wirklich das Ende sein sollte, wonach es ja aussieht, dann muss man jetzt natürlich wieder sagen, bietet das sehr viel Spielraum für einen dritten Teil, von dem ich jetzt noch nichts gehört habe, aber das muss ja nichts heißen. Ich meine, zu mir kommt kein Spieleentwicklungsstudio und sagt, hey, hier, ach, übrigens. Ne? Er führt heute mehr Wasser. Heute Morgen hat es geregnet. Bitte, hör nie auf zu fließen. Ist das deine Lieblingsstelle? Unter anderem. Wundert mich nicht. Schön, dass man jetzt hier nochmal hin konnte. Hat es ein bisschen gehofft, aber ne, wie man hier sieht, man wird ja nicht wirklich viel lang gelassen, aber war so ein bisschen die Hoffnung, dass gut, das da hinten ist hier irgendwie Hintergrund.png oder sowas. Okay, sie will jetzt die... Aber... Wenn wir dem Orden glauben dürfen und seinen Aufzeichnungen, hat es zwischen dem letzten Mal und Hugo über 800 Jahre gedauert. Glaubst du, dass da jemand eher jetzt dran ist? Wenn ja, warum war das nicht bei Hugo der Fall? Bald geschafft. Also, ne? Wenn das jetzt so nach dem Motto ist, ja, okay, die Makula hat den Träger komplett übernommen, deswegen hat sie sich jetzt so stark ausgebreitet, dass sie sich einen neuen Wirt sucht als Träger, dann gab's das ja schon mal. Mit Basilius. Und Beschützerin Elia. Aber das hat 800 Jahre gedauert. Könnte natürlich sein, dass sie jetzt so stark war. Durch Hugo. Dass es jetzt erstmal schneller geht. Jungs, das ist Amicia. Seid nett zu ihr. Es ist ein besonderer Tag. Hey. Gibst du mir noch etwas Zeit? Ich muss noch was erledigen. Lass dir alle Zeit der Welt. Mein Rücken freut sich über diese Pause. Zieht ein Sturm auf? Ich denke, der Sturm ist schon da. Wird nicht lange dauern. Es wird schon alles gut. Ehren von Hugo. Das musste jetzt einfach sein mit der Oma. Jetzt wieder diese
diese hoffnungsvolle Musik. Zumindest bis gerade eben. Muss Schluss mit. Das Meer wird im Vergleich dazu so flach aussehen. Oh ja, das stimmt. Also ich hatte ja bis gerade eben zu dem Gespräch immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass Igor vielleicht doch noch da ist, aber ja. Sieht viel mehr so aus, als wenn vielleicht oben auf dem Gipfel ein großes Grab ist. Keine Ahnung. Komm schon, du schaffst es. Nochmal so ein Epilog hier. Nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber gab es im ersten Teil ja auch. Da hätte ich es wissen müssen. Aber trotzdem, ich erzähle jetzt mal noch ein bisschen. Also, an sich ist das Spiel wieder echt toll geworden. Muss man einfach sagen. So viele Elemente sind da so schön drin gewesen. Die Geschichte mit den Fähigkeiten, weiß ich noch nicht so richtig, wie ich dazu stehen soll. Ja, weil entweder man hat nicht genügend Materialien oder man bringt nicht viele Leute um. Also inzwischen den gibt es da eigentlich nicht wirklich. Und was mich immer noch am meisten umtreibt, ist wirklich die Last auf der Hardware. Aber gut, bei mir kommt halt noch erschwerend dazu mit OBS und so. Ich bin's. Ich komme rein. Ist jetzt das, was ich denke? Haben wir einen Phönix? Einen echten? Und hat der eventuell Nachwuchs? Der Phönix? Hat er uns deswegen geleitet? Keine Sorge. Weil Basilius der Phönix war? So viele Fragen. Irgendwo lang. Mal hier lang. Ja, ist ja gut. Auf jeden Fall scheint das hier Hugo zu sein. Schöneren Platz kannst du eigentlich fast gar nicht haben. Hier. Okay, keine Verletzung. Ich weiß, du hast immer schnell Freunde gefunden. Gerade so mitnehmend. Ich wusste nicht, ob ich bereit bin, aber Sophia ist hier. Verzeih mir.
schwer. Wir haben nie aufgegeben, was? Hielten stand. Auf jeden Fall. Möge diese Erde nie vergessen, wie sehr du sie geliebt hast. Was du aufgeben musstest. Alles, um sie zu beschützen. Ich erinnere mich. Und ich werde nicht vergessen lassen. Niemals. Was soll ich sagen? Ich hab doch alles schon gesagt. Haben sie toll gemacht. Und man muss jetzt sagen, bis auf den einen Bug auf dem Schiff hatte ich persönlich keinen. Es klingt weird, dass man das jetzt so ansprechen muss oder sowas. Aber ich finde, es wird immer viel rumgemeckert, dass Spieler so viele Bugs haben, wenn sie rauskommen. Konnte ich jetzt hier nicht so wirklich sehen. Also ja, okay, wir haben einmal einen Pfeil noch in der Luft hängen sehen, in der Cutscene, jetzt auch auf dem Boot da. Und jetzt bei dem einen hat was nicht getriggert auf dem Boot. Und sicherlich haben wir mal hier und da einen Stein gesehen, wenn du genau hinguckst, der in der Luft schwebt oder Wasser, was komisch fließt oder sowas. Aber wenn du da jetzt nicht spezifisch danach suchst, waren das, also erstens waren es absolut keine Game-Breaking-Sachen. Weil, ja okay, dann hat jetzt mal so ein Event nicht gefeuert, Abschnitt nochmal starten, dann ging's wunderbar. Von daher alles gut. Dass jetzt da irgendwo mal ein Stein in der Luft schwebte, ja. Das ist überhaupt nicht game-breaking und den meisten wird es nicht mal wirklich auffallen, glaube ich. Die Charakterentwicklung war einfach super gemacht. Kann man einfach, also aus meiner Sicht kann man da nichts dagegen sagen. Die Charakterentwicklung der Hauptcharaktere und auch der Nebencharaktere irgendwo haben sie richtig super gemacht. Die Wachen, ja. Wachen sind halt nur NPCs, ne?
Stein spielst und es genießen kannst, dann ist ein fliegender Stein das größte Problem. Ja, auch das. Ich muss mir nochmal die englische Vertonung anhören, aber in der deutschen. Also ich glaube, da gäbe es noch ein kleines bisschen Potenzial zur Verbesserung. Nicht unbedingt von den Synchronsprechenden an sich, sondern wie die Tonaufnahme da drin passiert. Weil manchmal klang es sehr nach sterilem Raum. Da fehlte manchmal so die Wärme von der Umgebung, die da quasi da ist. Und man hat schon ab und zu mal ein bisschen rausgehört, dass es in einem Studio halt aufgenommen worden ist, in einem Tonstudio. Ich finde, da hätte man noch ein kleines bisschen machen können, aber in den meisten Fällen war das trotzdem absolut in Ordnung, weil du gar nicht so richtig die Möglichkeit hattest, da jetzt wirklich tief reinzugehen und da reinzuhorchen irgendwie. Und selbst in den anderen Fällen, da musstest du schon sehr penibel sein, damit das dann halt überhaupt auftritt und passiert. Also damit das auffällt auch. Von daher finde ich trotzdem gut gemacht, aber wenn man da was verbessern möchte, dann fände ich, dort könnte man ein bisschen was machen oder da wäre Möglichkeit da. Aber sonst die Synchronsprechenden an sich, wie sie es gemacht haben, fand ich trotzdem gut. Also kann ich nichts sagen. Nee. Also ja, wahrscheinlich gab es die ein oder andere Stelle, wo man jetzt sagt, da hätte man ein bisschen mehr in die Situation reingehen können vom Sprechen her. Aber ist einem das wirklich aufgefallen oder geht man da jetzt wieder so komplett penibel jede einzelne Sprachzeile durch und lässt die Umgebung völlig außer Acht? Da sage ich immer, da muss man mal ein bisschen, ne, Kirche im Dorf lassen. Aber ja, deswegen, also im Gesamtblick einfach, im Gesamten, wie es dazu kam und wie die Situationen waren, immer wieder toll. Am Ende, es war halt ein verdientes Ende. kann man jetzt gar nicht anders sagen. Hi, Puffel. Weil am Ende war wieder eins nach dem anderen. Bam, 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 bam. Keine Verschnaufpause, kein gar nichts. Es ist furchtbar gewesen. Als Spieler. Mir ging die ganze Zeit die Pumpe. Ich habe übelst mitgefiebert. Aber ist ja erstmal egal. Fürs Spiel gesehen war es das absolute Wert. Oder war es das richtige Ende für das Spiel? Na dann. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich klinke mich mal aus. Teil confirmed. Abenteuer abgeschlossen. Armbrust des Ordens, neues Spiel plus. Besondere Färbung. Ja, die sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe mich jetzt mal vorsichtshalber abgemeldet gehabt, ne? Aber jetzt ich bin ja immer noch da. So, und neues Spiel plus. Aber vielleicht kann man dann ja tatsächlich alle Eigenschaften mal nach oben bringen, was das Crafting und sonst wie angeht. Ja. Gut. Dann war das jetzt noch das Ende.
damit jetzt macht's gut. Bis zu sehen. Tschüss.